Noch immer herrscht Unklarheit über die Ursache nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Berlin. Zuletzt hatten sich die Hinweise auf einen möglichen medizinischen Notfall verdichtet. Danach könnte der 42-jährige Fahrer des SUV einen epileptischen Anfall erlitten haben. Der Mann wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Er soll in der Klinik unter Polizeischutz gestanden haben. Insgesamt 4 Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben, darunter ein 3-jähriger Junge. Nach Zeugenaussagen fuhr der SUV-Fahrer sehr schnell auf der Gegenfahrbahn an Fahrzeugen vorbei, die auf der rechten Spur standen. Der Porsche rammte zunächst eine Ampel, dann überfuhr er die 4 Menschen auf dem Gehweg, durchbrach einen Bauzaun und kam erst auf einem Baugrundstück zum Stehen. Der Unfall entfachte eine heftige Debatte über Sportgeländewagen in Innenstädten. SUV-Gegner gingen auf die Barrikaden, forderten ein generelles Innenstadtverbot für diesen Fahrzeugtyp oder zumindest eine Obergrenze. Für Experten der falsche Sündenbock. Die SUVs sind größer, ist richtig. Aber die Gefahr für Fußgänger, die würde ich jetzt nicht stärker sehen als bei den normalen Fahrzeugen, wenn man richtig fährt. Nach Einschätzung von Experten aus der Unfallforschung und der Polizei gab es keine Hinweise dafür, dass der Unfall mit einem anderen Auto anders verlaufen wäre.